So. Es ist nach langer, langer Zeit, glaube ich, schon. Oder? Letzte Direct war, glaube ich, im Februar. So lange ist es gar nicht her. Okay, trotzdem, es ist nach etwas längerer Zeit jetzt mal wieder Zeit für eine Nintendo Direct. Und das jetzt schon, weil ich ein bisschen verspätet bin, in 0 Sekunden. 18. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier kriegen. Es ist sehr wahrscheinlich, ich möchte mir nicht zu viele Hoffnungen machen, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es einfach ein neues Mario-Game gibt. 2D, dazu gesagt, ja. Aber jetzt hier erstmal Pokémon-DLCs oder was? Geile Auflösung. Framerate auch. Der Wahnsinn. Oh, wieder ganz... Seit Jahren, glaube ich, das erste Pokémon-Game, was ich mir mal nicht gekauft habe, ne? Und ich merke gerade wieder, warum. Sehen wir uns die ersten Schlagzeilen an. Das wurde vor kurzem schon geshadowdroppt, ne? Genau wie Everybody Wants to Switch. Und das ist das Wichtige. Das Game und auch Everybody Wants to Switch wurden von einem Leaker geleakt. Und der hat jetzt auch gesagt, yo, in der Direct, die diese Woche rauskommt, wird ein Mario 2D-Game vorgestellt, ein neues. Und dann wurde plötzlich eine Direct angekündigt. Und wie gesagt, er hatte halt auch schon mit Sonic Superstars und mit Everybody Wants to Switch recht. Ich mache mir nicht zu viel Hoffnung, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir in diesem unserer Direct heute... Was ist das denn? Guck mal, Digga, das sieht... Wieso sieht das besser aus als Pokémon, Mann? Das läuft jetzt auch nicht mit der besten Framerate gerade so, ne? Aber Junge, hey! Jetzt haben wir schon 10 Minuten verbracht mit Kack-Pokémon. Und das andere da war halt wieder dieses typische... Eigentlich Indie-Games, ne, aber... Hä? Ich wollte gerade an ein paar Stellen ja sagen, es sieht besser aus. Aber bei vielem ist aber auch wieder so, Warte mal. Hä? Pokémon Friendship Week. Tim Grünmann. Pikachu. Ich wollte gerade schon sagen, weil die Charakter komplett anders aussehen. Wie casual bist du einfach so? Oh ja, guck mal, hier ist Detektiv Pikachu 2. Sieht leider ja nur, also sieht besser aus als das normale Pokémon. Aber trotzdem, irgendwie sad. Ja, ist halt auch wieder Game Freak dahinter, oder? Ich habe den ersten Teil ja auch gar nicht gespielt. Oh, bringt das bitte nicht so schnell raus, Alter. Wir haben so viel anderes noch zu tun. Ich muss dann ja vorher den ersten Teil auch mal spielen. Aber ich habe bisher nur einen Film geguckt. Ich weiß nicht, ist der Film... Ist ja, glaube ich, auch nicht 1:1 das Game. Glaube ich gar nicht, oder? Und ich bin, was du ein großer Detektiv. 6. Oktober. Ey, komm. Am 12. Oktober kommt dann Assassin's Creed Mirage. Was ich mir nicht zwingend vielleicht hole, aber mal gucken, vielleicht. Am 17. Oktober kommt Alan Wake 2 raus. Am 20. Oktober kommt Spider-Man 2 raus. Give me a break! Oh, die machen epic shit. Super Mario RPG? Okay, das wurde aber auch, glaube ich, irgendwie in irgendeiner Art und Weise geleakt, ne? Da war auch noch irgendwie... Digga, machen die beides? Sind die komplett geisteskrank? Und das vor einer neuen Switch? Ey, wenn die jetzt noch ein 2D-Mario raushauen... Also... Nintendo, du. Was ist denn los bei euch heute? Ich habe schon wieder vergessen, was haben die gerade vorher nochmal gezeigt. Ach so, Detektiv Pikachu, genau. Ah, woher die Zeit? 17.11. Okay, die machen mich arm. Heißt, ich muss bis zum 17.11. praktisch Spider-Man durchhaben. Und Alan, oh, das... Im Februar kommen 4 scheiß Games raus. Peach? Ein Peach-Game? Hä? Wenn jetzt noch ein 2D-Mario... Irgendwelche Entwickler hatten Langeweile. Die hatten nichts zu tun, weißt du? Haben sich da hingesetzt? Oh, machen wir mal noch ein Game und noch ein Game und noch ein Game. Bitte mach das doch erst nächstes Jahr, danke.
Ah, okay. Nein! Warte, ist das, welches Luigi's Mansion ist das? Zwei! Ja! Ich kann endlich zwei spielen! Ich kann endlich zwei spielen! Oh, ich wollte es eigentlich mal auf dem 3DS dann irgendwie nachholen. Aber so ist ja viel besser. Er sieht halt nur leider viel beschissener aus. Nächstes Jahr, okay. Ich habe kurz dieses Jahr gelesen. Aber nächstes Jahr vorgelesen. Oh Junge, die haben ja einen kompletten Schaden. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass Luigi's Mansion 2 Remastered nicht so gut aussieht wie Luigi's Mansion. Was? Wie Luigi's... Es ist Cloud, oder? Wie Luigi's Mansion 2... 3 auf der Switch. Das läuft doch nicht auf der Switch. Das läuft doch nicht auf der Switch. Es muss doch Cloud sein. Nativ auf der... Auf der Switch? Wenn das, also dann ist es ja einfach nur noch, dann ist es einfach nur noch peinlich, was Pokémon Company abzieht mit den Pokémon Games. Es ist auch eine niedrige Auflösung, glaube ich, ne? Aber, also an manchen Stellen zumindest. Und sieht vermutlich deutlich schlechter aus als auf anderen Konsolen. Das ist kein Cloud. Was? Die mussten ja Pokémon am Anfang zeigen, sonst wäre das, also das trotzdem in einer Präsentation, das ist irgendwie sehr cringe. Ach du Scheiße. Also wenn jetzt hier noch ein Mario 2D-Game kommt, ne, dann ist, also wirklich, hat Nintendo sich irgendwie, haben die ihre Mitarbeiter geklont und dann, keine Ahnung, auch nochmal unter Drogen gesetzt, dass die so durcharbeiten können? Ich habe ja mal irgendwann Luigi's Mansion 1 angefangen, hier auf dem Kanal auch. Ich weiß gar nicht, ob die Videos noch online sind. Ich habe es halt irgendwann abgebrochen. Ach, Welle 5 DLC-Strecken müssten bald released werden. Ich denke mal, da kommt dann jetzt auch nochmal ein Release-Date, oder? Also oft haben die ja wirklich auch einfach dann nochmal nur einen Trailer hochgeladen und meinen, jo, kommt dann raus, ne? Und gut ist. Aber bei dem letzten jetzt, also es hieß vor kurzem ja wohl, ich weiß gar nicht, wo die das gesagt haben, wo das veröffentlicht wurde, so bekannt gegeben wurde, dass bald ja wieder... Welle 5 kommt dann. Bin jetzt sehr gespannt, wann die dann, wenn tatsächlich noch ein Mario 2D-Game kommt, ne? Wann die das dann releasen. Ah, es geht doch dieses Jahr nicht mehr, ey. Ist doch völlig vollgepackt. Ah ja. Guck mal, da haben wir es. Ich muss Welle 4 erstmal wieder spielen. Immer noch nicht gemacht, Alter. Oh lol. Das ist wild. Der Riegler. Wave 5 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass zooms on. Hä? Hä? Sag halt wann! DLC? Die war dauerhaft ausverkauft. LOL, die kommen. Achso, waren die schon angekündigt? Cool. Diese Link-Amiibo ist ja schon seit 100.000 Jahren nicht mehr verfügbar. Okay. Link-Amiibo, by the way, also wie gesagt, schlimm zu kriegen. Jetzt kannst du ihn für 50 Euro oder so kaufen, obwohl der eigentlich 15 kostet. sieht komisch aus. Aber Yoko. Das ist ein ganz weirder neuer Style. Mag man den? Es sieht irgendwie moderner aus. Es sieht aber auch irgendwie cursed aus. Die sind solche kranken Schweine. Wieso müssen da über diese Kommentare stehen? Also, ich muss da tatsächlich sagen, ich fand den alten Style halt absolut in Ordnung. Aber gut. Das ist jetzt ein bisschen mehr 3D, ne? Das waren die lila Münzstücke. Oder was? Ach, das steht da ja auch oben. Das ist ein Counter. Aha. Sternen sind das im Grunde. Ich sehe aber noch irgendwo eine Sternmünze. Oder. Ja, doch, Sternmünzen. Anzeige. Super Mario Bros. Wonder. Ich bin sprachlos. LOL. Okay, man muss ja sagen, Nintendo hat die letzten Jahre nicht allzu viel gemacht, ja? Da gab's krassere Jahre bei der Switch. Ich glaube, das ist alles da reingeflossen. Heilige Scheiße. Wann kommt das raus? Ich will haben. Scheiß mal auf den ganzen anderen Bums. LOL.
Junge, das ist die heftigste Direct seit Ewigkeiten. Nein! Woher die Zeit? Mach das doch nicht! Benjamin Blümchen Mario! Was? Ach, release das doch nicht am... Sind die dumm? Da kommt Spider-Man raus! Woher die Zeit? Ach komm schon! Alter, es sind 5 Games im Oktober jetzt! Es kommt im selben Monat Mario... Nee, okay, einen Monat später kommt das RPG raus? Junge! Junge! Die haben so einen Knacks. Junge, am 20. Oktober Mario und Spider-Man anfangen. Ich muss bis dahin insane durchziehen mit anderen Games, dass ich wirklich ab Oktober nichts mehr anderes zu tun habe, außer die Games, die dann neu rauskommen. Das heißt, ich setze mich ab jetzt auch direkt mal schon an alles weiter ran und direkt mal an das Video hiervon. Also würde ich sagen, an der Stelle kann man direkt mal den Stream als auch das Video beenden. Schön, dass ihr dabei wart. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auf YouTube ein Like dalasst und den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Von diesen 1000 Games dann vor allem die Videos. Das ist krass. Ich freue mich sehr über das alles. Denke ich zumindest. Also Highlight tatsächlich. Einfach aus Prinzip, weil ich seit dem Mario-Film sehr gerne wieder ein 2D-Mario-Game haben wollte, ist es dann jetzt halt eben sehr, sehr cool, dass man eben hier ein neues Game hat. Auch wenn es vom Stil besonders aussah. Es sieht an sich sehr cool aus. Es ist halt vielleicht jetzt einfach der neue Style. Es wäre, to be honest, auch komisch gewesen, wenn man jetzt halt das Game wieder hätte aussehen lassen. Hätte auch geklappt, ja. Hätte man grafisch ein bisschen an ein paar Stellen aufhübschen können noch. Vielleicht war das aber jetzt der Way to go, ja. Und wer weiß. Weil New Super Mario Bros. U Deluxe, ja, das ist ja von 2012, 13 oder so, ne? Das sah ja genauso aus wie New Super Mario Bros. Wii, genauso wie New Super Mario Bros. 2, glaube ich zumindest. Und das ist jetzt natürlich etwas sehr, sehr anderes, muss man sagen. Wenn wir jetzt hier nochmal kurz reinschauen, dann ist auch Schluss. Es hat ein bisschen so einen, ja, mehr 3D-Style. Objekte bewegen sich und drehen sich halt auch einfach anders. Und dadurch erzeugt das so ein, ja, es ist gar nicht mal so ein 2,5D-Style. Es ist irgendwas zwischen dem und 2D. Goombas bewegen sich ganz anders. Ach, Augen von Goombas bewegen sich. Also es ist alles ein bisschen dynamischer, alles ein bisschen beweglicher. Und ich finde das sehr cool. Ich freue mich da sehr drüber. Da war gerade irgendwie so ein Ding, das ersetzt das die Sternmünzen. So ein bisschen Wonderseed. Okay, gibt es nur 2 von, in diesem Level zumindest. Keine Ahnung, ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Ah, das wird schön. Das Game und dann Spider-Man am selben Tag, Alter, das wird insane. Weiß ich gar nicht, was ich zuerst spielen soll. Irgendwo Spider-Man. Spider-Man wird, glaube ich, trotzdem noch mal ein bisschen cooler als das hier. Oh, ich habe richtig, richtig Bock. Also, bleibt dran am Kanal. Abonniert und aktiviert die Glocke, wie gesagt, ne, um nichts zu verpassen. Bis dahin und ciao.